Airwolf, der einzige Helikopter der Welt, der schneller fliegen kann als der Schall. Ausgerüstet mit den modernsten Waffensystemen, ist er praktisch unverwundbar. Huckleberry Hawk fliegt den Airwolf. Sein bester Freund, Dominic Santini, ist der Bordingenieur. Er betreibt nebenbei auch noch einen Luftfahrtbetrieb. Ihre oft lebensgefährlichen Aufträge bekommen Hawk und Dominic von Michael Coldsmith Briggs, Codename Erzengel. Huckleberry Hawk und Dominic Santini fliegen in einem Hubschrauber der Santini Air über die Wüste. Es ist ein Inspektionsflug ohne große Bedeutung. Also ich kann keinen Fehler finden. Ist doch alles in Ordnung mit deinem Helikopter? Er hat keinen Pep, keinen Schwung. Irgendwas vermisse ich. Ja, ich verstehe. Es ist nicht Airwolf, aber ich sehe kein Problem. Airwolf, das ist das Thema, über das wir reden sollten. Jede Art von Maschine rostet, wenn man sie nicht ab und zu mal einsetzt. Dom, das ist eine besondere Art von Maschine. Wir können nicht einfach damit herumkutschieren. Regelmäßige Wartungsflüge, das ist alles, was ich vorschlage. Du lässt nicht locker, hm? Ich vermisse mein Baby. Sag mal, Dom, wie nennt man einen Mann, der sich in eine Maschine verliebt hat? Wenig später landen Hawk und Dominic vor dem Hangar der Santini Air. Auf einem scheckigen Mustang reitet ein Indianerjunge auf sie zu. Neben ihrem Hubschrauber zügelt er sein Pferd. Hallo, sind Sie Dominic Santini? Ja, das bin ich, so wahr ich hier stehe. Und wer bist du? Ich bin Billy, Mr. Santini. Ich komme von Häuptling Feuerwasser aus Fort Corner. Ich glaube, er braucht Hilfe. Häuptling Feuerwasser? Sag mal, meinst du etwa meinen Freund Eddie? Ja, die weißen Männer nennen Eddie, aber ich sage Häuptling Feuerwasser zu ihm. Leider verdammt zutreffend. Was ist denn mit ihm? Er hat Monster in der Wüste gesehen. Er sagt, sie sind nicht von dieser Welt. Aber ich glaube, es sind die Geister unserer Ahnen, die den weißen Mann vertreiben wollen. Ja, ich verstehe schon. Ich werde mal nach ihm sehen. Danke, Billy. Nicht zu danken, Mr. Santini. Ja, olé. Pferde auf dem Flugplatz. Weiß dieser Billy Boy eigentlich, wo er hier ist? Keine Ahnung. Kommst du mit, Hawk? Mutter Santini, wenn du so weitermachst, wird man dich noch heilig sprechen. Dominic und Hawk fahren mit ihrem Jeep in ein kleines Nest in der Wüste. Hier sitzt Eddie, ein Freund von Dominic, in einer Kneipe. Er hat Ärger mit einigen jungen Leuten. Und die beiden kommen gerade noch rechtzeitig, um zu verhindern, dass Eddie verprügelt wird. Sie nehmen ihn in die Mitte und bringen ihn raus an die frische Luft. Komm schon, Eddie. Ich fahre hinter dir her, Dom. Lass mich doch in Ruhe. Wenn ich abgeholt werden will, kann ich meine Freunde vom Mars rufen. Aber noch kann ich selber fahren. Hör zu, du wirst dich nicht mehr hinter Steuer setzen. Ist das klar? Himmel, ich bin dein Freund. Ich lass nicht zu, dass du in diesem Zustand fährst. Ja, ist ja schon gut. Ich möchte wissen, wie oft du mich schon nach Hause gebracht hast. Und ich möchte wissen, wie oft du mir schon versprochen hast, mit dem Trinken aufzuhören. Du hältst mich für einen Säufer, der nicht mehr ganz klar im Kopf ist, was? Aber ich sehe Dinge in der Wüste. Ach, Eddie, die einzigen Monster, die dir zu schaffen machen, das sind die Schnapsflaschen. Glaub mir, mein Lieber, ich sehe wirklich Dinge in der Wüste, die... Eddie, natürlich, Eddie. Und keiner glaubt mir, keiner. Nun beruhige dich endlich und steig ein. Ich fahre dich nach Hause und dann schläfst du deinen Rausch aus. Okay. Dom, du, das wird eine Lebensaufgabe für dich. Glaub es oder glaub es nicht, Hawk. Aber hinter dieser Schnapsdrossel steckt ein prima Kerl. Jedenfalls war er mal ein prima Kerl. Ja, das war er einmal. Natürlich, wir beide sind perfekt, oder? Natürlich, völlig fehlerfrei.
Dominic hält Wort. Er bringt den betrunkenen Freund in die Wüste hinaus, wo er in einem alten, verkommenen Wohnwagen haust. Dann fährt er zusammen mit Hawk wieder zurück. Stunden später hat Eddie seinen Rausch ausgeschlafen. Er geht ins Freie, es ist dunkel geworden. Und da geschieht es. Sie kommen wieder. Nein, nein, verschwindet, nein! Ihr sollt verschwinden! Lasst mich doch rein! Nein! Mit einer Rakete haben die Unheimlichen auf Eddie geschossen, ihn aber nicht getroffen. Doch die Wucht der Explosion hat ihn zu Boden geschleudert. Mit einem Schock wird er ins Krankenhaus eingeliefert. Dominic besucht ihn am nächsten Tag. Ach, ich dachte, ich sehe mal bei dir vorbei. Falls du etwas brauchst, besorge ich es dir gern. Vielen Dank, Dominic. Du siehst schlecht aus, weißt du das, Eddie? Ja, ich weiß. Es geht mir auch nicht gut. Junge, du musst aufhören mit dem Trinken. Es ist allerhöchste Zeit. Letzte Nacht bist du in einen Graben gefallen. Möglich, dass du dir beim nächsten Mal deinen Dickschädel ein bisschen härter stößt. Ja, Dom, danke. Vielen Dank. Ach, ist ja nicht der Rede wert. Ich möchte nur wissen, ob ich was für dich tun kann. Nein, danke. Werd schnell gesund. Gute Besserung, du dummer Esel. Dominic, ich muss dir was sagen. Ich bin nicht in den Graben gefallen. Es war ganz anders. Da war dieses Ding. Eddie, was ist denn los? Warum bist du so aufgeregt? Dominic, hör mir doch zu. Eddie, beruhige dich. Ich schwöre dir bei Eddie. Gott. Hör mir doch zu. Weißt du noch, wie ich dir von diesen Lichtern erzählte? Aber diesmal kamen sie zurück. Weißt du warum? Um mich zu holen. Ja, sie kamen zurück. Eddie, hör sie doch auf. Sie haben mich geblendet. Glaub mir, das Geräusch war so furchtbar. Ich konnte... Rufen Sie Dr. Fossen. Ich dachte, mein Schädel platzt vor Schmerzen. Ich konnte nicht. Nun gehen Sie aber, Mr. Santini. Warum glaubt mir keiner? Dom, hör mir doch zu. Eddie! Gehen Sie! Schnell! Wo bleibt denn der Doktor? Dom, ich bin nicht verrückt. Sie waren nicht von dieser Welt. Das schwöre ich dir. Dominic verlässt das Krankenhaus und kehrt in den Hangar von Santini Air zurück. Hier spricht er mit seinem Freund Huckleberry Hawk über Eddie und das, was er gesagt hat. Ach, hör doch auf mit diesen Geschichten, Dom. Eddie ist ein netter Kerl, ich mag ihn auch, aber er ist ein Trinker. Der Indianerjunge hat recht. Er ist ein Häuptling Feuerwasser. Der Alkohol hat ihm das Gehirn vernebelt. Glaube ich nicht. Wer weiß, was er noch alles sieht. Vielleicht rosa Elefanten. Wenn er sagt, dass er da draußen etwas gesehen hat, dann sollten wir beide das überprüfen. Tu es mir zuliebe. Als er anfing, von diesen Lichtern und den seltsamen Geräuschen zu reden, bist du in die Wüste gefahren und hast dich umgesehen. Und, was hast du gefunden? Nichts. Die Wüste ist groß, Hawk. Ich könnte tagelang dort mit einem Jeep rumfahren und würde doch nichts finden. Wenn man sich wirklich umsehen will, dann gibt es nur eine einzige Möglichkeit, Hawk. Ach, du bist unglaublich. Hey, warte auf mich! Hawk und Dominic fahren mit dem Jeep in die Berge, wo der Airwolf versteckt ist. Schon bald darauf fliegen sie mit dem Hubschrauber in die Wüste hinaus, um das Unheimliche zu suchen, das Eddie gesehen und gehört haben will. Also, ich sehe nichts Besonderes außer Kakteen und einer alten verlassenen Mine. Ich weiß nicht, was hier sein sollte. Ich meine, was uns unbekannt ist. Das Radar ist ausgefallen. Als ob irgendetwas Störung verursacht. Siehst du, was habe ich dir über Wartung gesagt? Besonders bei diesen Dingern hier. Das ist ein Prototyp, von dem es keinen zweiten gibt. Also gut, dann gehen wir auf Video. Wie damals. Zu deiner Zeit. Haha, du kannst mich mal gern haben. Ich gehe auf 3000 Fuß. Infrarot, Thermal und Standard einschalten. Infrarot, Thermal und Standard. Wir nähern uns der Minenanlage. Dann lass uns anfangen, Aufnahmen zu machen. Na los!
So, Kameras laufen. Tja, so ist das Leben. Die Leute sehen in Eddie nur einen Häuptling Feuerwasser, aber ich kenne Eddie. Er war einer der besten Piloten, die es gab. Ja, aber dann ist er irgendwann abgestürzt. Ja. Technisches Versagen. Es gab eine Menge Verletzte. Eddie konnte die Schreie dieser hilflosen Menschen nie vergessen. Die Ärzte haben ihn zwar wieder zusammengepflegt, alles haben sie in Ordnung gebracht. Nur nicht seine Nerven. Hat er versucht, wieder zu fliegen? Ja, aber es ging nicht mehr. Er gab dann auf. Er wollte nur noch verschwinden. Und er zog sich in die Wüste zurück. Wie willst du ihm jetzt helfen? Keine Ahnung. Ich hole ihn heute Abend aus dem Krankenhaus ab. Und dann werde ich ihm zum tausendsten Mal das Gleiche predigen. Ich glaube, es reicht. Wir haben jetzt genügend Aufnahmen. Wenn irgendwo im Umkreis von 40 Meilen um Eddies Wohnwagen etwas ist, dann haben wir es auf Video. Danke, Hawk. Ich weiß das zu schätzen. Na, von hier aus haben wir doch einen schönen Überblick, oder? Wir fliegen nach Hause und sehen uns an, was wir aufgenommen haben, okay? Okay! Am Abend holt Dominic seinen Freund Eddie aus dem Krankenhaus ab und bringt ihn in die Wüste hinaus. Es ist schon dunkel, als sie den Wohnwagen erreichen. So. Tom, ich möchte dir sagen, dass ich dir sehr, sehr dankbar bin. Das will ich nicht hören. Ich will nur, dass du wieder gesund wirst. Und dazu musst du auch ein bisschen beitragen, verstehst du? Ja. Ja, hör auf mit dem Whisky. Dann verschwinden auch diese Monster da draußen. Ja, gute Nacht. Und vielen, vielen Dank, Tom. Gute Nacht. Tom. Was ist das? Ich bin nicht verrückt. Ich bin es nicht. Leg dich hin. Halte dir die Ohren zu. Das ist ja nicht zum Aushalten. Du hörst es auf. Du siehst es. Hawk wertet die Videoaufnahmen aus. Er stößt auf einige Gebäude, die sich in der Nähe des Wohnwagens versteckt zwischen einigen Anhöhen befinden. Er will mit Dominic reden, doch der Freund ist noch nicht aus der Wüste zurück. Beunruhigt fährt Hawk zum Wohnwagen von Eddie hinaus. Dominic, bist du hier? Hey, Dom! Eddie! Hallo, Mister! Sind Sie nicht der Freund von Mr. Santini? Hallo, Billy, ja, der bin ich. Hawk ist mein Name. Hast du Eddie gesehen? Häuptling Feuerwasser? Nein. Moment mal. Was ist das denn? Die Mütze von Dominic. Er war hier? Er hat Eddie aus dem Krankenhaus geholt und wollte ihn hierher bringen. Vielleicht ist er da drüben hinter den Hügeln, bei den Häusern der alten Mine. Warum sollte er dorthin gegangen sein? Vielleicht ist er nicht hingegangen, sondern die Männer haben ihn geholt. Es sind böse Männer. Sie haben mich weggejagt, als ich dort reiten wollte. Na, dann sehen wir uns doch mal um da oben. Steigen Sie auf, Hawk. Mit dem Jeep müssen Sie einen großen Umweg machen, wenn Sie dorthin wollen. Eine gute Idee, Billy. Warte, ich hol nur eben mein Fernglas. Hawk steigt zu dem Indianerjungen aufs Pferd und reitet mit ihm auf die Anhöhen. Schließlich binden sie das Pferd an einen Busch und klettern das letzte Stück über schroff ansteigende Felsen hoch. Dann schieben sie sich vorsichtig durch das Gebüsch. Kommen mir vor wie ein Indianer.
kommst du eigentlich her, Billy? Na, aus Fort Corner. Meine Eltern arbeiten dort. Gleich können sie die Häuser sehen. Vorsichtig, da sind sie. Ja, ich sehe. Hey, da ist ja Sandini. Siehst du, zwei Männer führen ihn gerade aus der Baracke dort. Sie haben ihm die Hände auf den Rücken gebunden. Aber wieso? Warum machen sie das? Was hat er ihnen getan? Und da ist Eddie, auch gefesselt. Häuptling Feuerwasser auch. Sie bringen ihn in eine andere Baracke. Naja, aber da bleiben sie nicht lange. Ich hole sie raus. Hawk, was haben Sie vor? Bleib schön hier, Billy. Ich gehe da runter und hole Dominik und Eddie raus. Oder glaubst du, ich unternehme nichts, wenn sie gefangen gehalten werden? Soll ich ihnen helfen? Oh nein, Indianer. Du gehst ganz schnell zu deinem Pferd zurück und verschwindest aus dieser schönen Gegend, okay? Okay, wenn Sie es so wollen. Ich will es so. Also, ab dafür, Indianer. Hawk schleicht sich an die Baracken heran, doch er kommt nicht weit. Plötzlich tauchen bewaffnete Männer auf, ergreifen ihn und schleppen ihn in eines der Gebäude. Hawk staunt nur. Hier sieht es aus wie in einem Raumfahrtzentrum. Mehrere Männer und Frauen arbeiten an Computern. Zwischen ihnen steht ein hochgewachsener Mann und blickt ihn zynisch lächelnd an. Was wollen Sie hier, Mr. Hawk? Sie kennen mich? Sagen wir mal so. Ich kann es mir nicht leisten, meine Nachbarn nicht zu kennen. Also, was wollen Sie? Ein Freund von mir ist hier, aber wohl nicht freiwillig. Er hat also etwas über uns herausgefunden und geplaudert. Das dachte ich mir. Was hat er Ihnen erzählt, Mr. Hawk? Ich könnte ihn auch selber fragen, aber ich will es von Ihnen hören. Also? Ich weiß nicht, wovon Sie reden, Mann. Bringt ihn raus. So. Lassen Sie mich! Geben Sie ihm die Spritze. Nein! Haltet den fest, damit Rhonda ihm die Spritze geben kann. Rhonda. Ja, so ist es. Sehr gut. Gleich werden Sie erzählen, Mr. Hawk. Sie werden mir alles sagen. Nein! Oh, doch. Das werden Sie. Ich glaube, ich kenne Sie. Erzählen Sie mir eine Geschichte, Mr. Hawk. Erzählen Sie mir von Feuersturm. Reden Sie. Wird's bald. Ihr Freund Eddie redet doch gern über Licht in der Wüste, oder? Eddie ist ein Alkoholiker. Ja, das ist richtig, aber er redet viel. Deshalb haben wir ihn und seinen Freund mitgenommen. Was hat er Ihnen erzählt? Lichter. Nicht von dieser Welt. Fremde. Unheimliche Geräusche. Ja, Mr. Hawk. Wir haben versucht, ihn mit einem umgebauten Hubschrauber Licht und Geräuschen zu vertreiben. Aber er ging nicht. Er schwatzte nur. Also, was hat er erzählt? Kämpft verzweifelt gegen die Stimme des anderen an, der ihm alles zu entlocken versucht, was er weiß. Er will nicht reden. Er erinnert sich an Vietnam, an die Kämpfe dort und an einen Offizier, der den atomaren Angriff wollte und wegen seiner extremen Ansichten aus der Armee entlassen wurde. Sandor! Sie sind General Sandor. Sie wollten die Atombombe in Vietnam. Ja, ich bin Sandor. Aber ich bin nicht mehr General, ich bin Zivilist. Dennoch habe ich vor, meinem Land auch weiterhin zu dienen. Ich werde einen Feuersturm entfachen, der die Welt von allem Bösen reinigt. Unter dem Einfluss des Medikaments verliert Hawk das Bewusstsein. Sandor hat so gut wie nichts erfahren.
Als Hawk wieder zu sich kommt, befindet er sich in einer vergitterten Baracke. Dominic beugt sich über ihn. Steh auf, Hawk. Lauf etwas herum, es dauert etwas, bis die Wirkung nachlässt. Na, geht es? Ja. Ist schon gut. Du, mein Kopf. Hallo, Hawk. Bin ich der Typ, der dir gesagt hat, dass du rosa Elefanten siehst? Es ist doch egal, sei egal, wer denkt denn daran? Aber was machen wir jetzt? Weiß jemand, dass du hier bist? Nur der kleine Indianerjunge, der uns zu Eddie gerufen hat. Billy, er nennt mich immer Häuptling Feuerwasser, dieser Lümmel. Der Junge kann uns nichts nützen. Er ist sicher schon weit weg. Sag mal, du weißt, dass dieser Sandauer verrückt ist? General Sandauer? Er mag verrückt sein, aber er weiß, was er tut. Hast du auf dem Weg hierher die Rakete gesehen? Sie hat einen Atomsprengkopf. Was? Einen atomaren Sprengkopf? Sie machen die Rakete fertig zum Abschuss auf Moskau. Stell dir das vor! Die wollen Moskau mit einer Atombombe angreifen? Dann schießt der Osten sofort zurück? Das bedeutet den dritten Weltkrieg. Du sagst es! Und da draußen steht noch nicht einmal eine Waffe. Ist ja wohl auch nicht nötig. Die Türen und Fenster sind vergittert und von außen mit schweren Schlössern gesichert. Ich hab schon versucht. Man kommt nicht dran. Leute, ich brauche einen Drink oder ich komme nicht auf die Beine. Moment. Was ist das? Jemand ist auf dem Dach. Er löst die Bretter ab. Da siehst du. Ja. Das ist Billy, der Indianerjunge. Ja, er ist es. Aber was machst du da oben? Du bist ein toller Bursche. Mann, sowas schafft ja wohl nur ein Indianer, was? Ich will sie befreien. Warten Sie. Noch zwei Bretter mehr weg und Sie können durchklettern. Ja, ich doch nicht. Ich bin doch viel zu dick dazu. In meiner Satteltasche ist noch eine Flasche Whisky. Und das Pferd steht gleich hinter dem Hügel. Ja, das ist natürlich was anderes. Ich schaffe es schon. Los, worauf warten wir? Wozu noch eine kleine Lüge nützlich sein kann. Komm, Dominik, fass mit an. Ja. Wir stellen den Tisch hierher. So. Und dann noch einen Stuhl drauf. Und wir können aussteigen. Also dann. Ja. Beiden rücken den Tisch in die Mitte des Raumes, stellen noch einen Stuhl obendrauf und schon können sie durch die Lücke im Dach nach oben klettern. Flach auf dem Bauch liegend, kriechen sie zur Rückseite der Baracke. Dort lassen sie sich auf den Boden runter. Da drüben steht ein Jeep. Damit können sie fliehen. Es liegt sogar ein MP drin. Kopf runter, damit die Wachen uns nicht sehen. Und du verschwindest, Billy. Ja, klar. Ich muss zu meinem Pferd. Viel Glück. Danke, Junge. Du warst große Klasse. Eine Kleinigkeit für mich. Ach, ich gehe mit dem Jungen mit. Nein, nichts da, Häuptling Eddie. Du bleibst bei uns. Den Whisky gibt's später. Keine Leitung. Was ist denn da los? Wir geben Alarm. Haltet sie doch. Sie dürfen uns nicht entkommen. Haltet sie. Schnell in den Jeep, Jampi. Hier, nimm sie. Ich helfe dir, schnell in den Jeep. Los, kommen Sie, Eddie. Sie setzen sich ans Steuer. Ja, ja, Sie, los, fahren Sie. Bringen Sie Dominic in Sicherheit. Ich nehme das Motorrad da und beeilt euch. Hawk, Dominic und Eddie haben Glück. Sie sind schneller als die Soldaten von Sandauer. Sie fahren in die Wüste hinaus. Hawk rast auf einem Motorrad zu dem Versteck, in dem der Airwolf steht. General Sandauer aber ruft seine Helfer ins Kontrollzentrum. Auf Abschuss einstellen. Sie sagten, Sie wollen die Medien benachrichtigen. Ja. Wir brauchen die Öffentlichkeit für unseren Plan. Nur die Medien können uns helfen. Ja, die werden es früh genug erfahren, Wunder. Aber wir müssen es erklären. Wir haben ein Ziel. Wie sollen die Menschen begreifen, was wir wollen, wenn wir es ihnen nicht sagen? Wir haben jetzt keine Zeit mehr für lange Erklärungen. Wenn wir nicht sofort handeln, ist alles zu spät. Das verstehe ich, ja. Aber wir haben alles auf Band.
Wir brauchen nur noch eine Stunde, um unsere Botschaft über Funk abstrahlen zu können. Eine Stunde? Uns bleiben nur noch Minuten. Alarmieren Sie die Mannschaft für den Abschuss. Tun Sie, was ich Ihnen sage, oder muss ich Sie dazu zwingen? Nein, Sir. Also los, Mannschaft alarmieren. Wir lösen den Feuersturm aus. Er wird alles Böse in dieser Welt verbrennen. Ja, Sir. An alle Einheiten, alle Mannschaften auf ihre Positionen. Achtung, fertig machen für den Countdown. Ich wiederhole, fertig machen für den Countdown. Wir starten die Rakete. Ronda? Ja, Sir. Atomaren Sprengkopf scharf machen. Ja, Sir. Ist scharf. Sehr gut. Jetzt geht es los. Dies ist ein historischer Tag. Vielleicht wird man ihn in einigen Jahren zum Nationalfeiertag erklären. Das hoffe ich, Sir. Niemals zuvor in der Geschichte unseres Landes haben mutige Männer und Frauen mehr gewagt für das Wohl ihres Volkes. Während im Kontrollzentrum die Vorbereitungen für den Start der Rakete laufen, fahren Dominik und Eddie zum Wohnwagen. Gerade als Eddie den verletzten Freund hineinbringen will, galoppiert Billy heran. Hey, Sie haben es geschafft. Oh, Sie sind ja verletzt, Mann. Ach, nicht so schlimm, Billy, es geht schon. Hilf du, Dominik. Ich gehe rein und rufe die Polizei an. Los doch, Billy, worauf wartest du? Ja, ich mach das schon, Häuptling. Geht es, Mr. Santini? Ja, es geht. Ich fühle mich nur so schwach. Ich verliere zu viel Blut. Sie haben das Telefon zerstört. Ich kann niemanden anrufen. Aber lassen wir das. Ich werde erstmal etwas Erste Hilfe improvisieren. Legen Sie sich dahin, Mr. Santini. Danke, Billy. Kein Alkohol, so, Eddie. Das ist für dich. Komm, ihr sei schön ruhig, Tom. Keinen Alkohol. Wir beide haben einen höllischen Nachmittag hinter uns. Wir haben einen Schluck verdient. Setz dich hin und halt den Mund und hör zu. Ich bin ganz Ohr. Eddie, wenn Hawk fliehen kann, ja, dann wird er auch für Hilfe sorgen. Die Frage ist, werden sie rechtzeitig kommen? Es gibt keine sie. Kein Militär, keine Polizei. Du und Huckleberry, ihr werdet allein gegen diese Wahnsinnigen kämpfen müssen. Ich kann auch helfen, Mr. Santini. Du hast schon genug getan, Billy. Jetzt verschwindest du von hier. Es ist zu gefährlich für dich. Sag mal, was hast du da eben gesagt? Huckleberry und ich? Hey, Dom, ich? Ja, bist du noch ganz klar im Kopf? Allein kann Huckleberry es nicht schaffen. Du musst ihm schon helfen. Ich? Dom, sieh mich doch an. Du siehst großartig aus. Du wirst mit ihm fliegen. Fliegen? Ich? Nein, auf gar keinen Fall. Aber was soll das überhaupt? Aber wovon redest du? Wo ist hier ein Flugzeug? Es ist nur ein Hubschrauber. So eine Art Airwolf nennen wir ihn. Damit wird Hawk kommen, falls er diesen Verrückten entkommen ist. Und du fliegst ja nur mit. Mr. Santini, da hinten kommen zwei Jeeps. Ja, das sind General Sandowers Leute. Die kommen hierher. Ja, wir müssen weg. Los, Tom! Steh auf! Du, Billy, verschwinde endlich! Los, auf dein Pferd und weg! Ja, reite nach Fort Corner und hole Hilfe. Ja, gut, mache ich. Komm, Tom, leg deinen Arm um meine Schulter. Das hat doch keinen Sinn, Eddie. Wir kommen keine 20 Meter weit. Was? Wir müssen uns in den Büschen verstecken. Sie haben Maschinengewehre. Damit werden Sie den Wohnwagen durchlöchern wie ein Sieb. Ja, bestimmt. Wenn Sie das tun, sollten wir besser draußen sein. Oh Mann, bin ich schwach. Da ist ein Hubschrauber. Mann, Dominik, was ist das für eine Maschine? So eine habe ich noch nie gesehen. Sie schießen auf den Hubschrauber. Sie werden ihn abschießen. Das ist Airwolf. Oh, das ist Hawk. Er hat es geschafft. Pass auf, gleich schießt er zurück. Er hat die Jeeps verfehlt. Er hat absichtlich vorbeigeschossen, um die Männer nicht zu töten. Sieh doch, sie geben auf. Sie lassen ihre Jeeps stehen und laufen weg. Ja, er kommt her. Das ist er. Ich wusste nicht, dass es solche Hubschrauber gibt. Airwolf landet. Hawk steigt aus und läuft zu Dominik und Eddie.
Dom? Dom, bist du okay? Ja, ja, es geht schon. Hast du in Fort Corner angerufen, Eddie? Das Telefon funktioniert nicht. Billy holt Hilfe, er ist nach Fort Corner geritten. Ah, dann ist ja alles okay. Hawk? Ja? Darf ich dir deinen neuen Co-Piloten vorstellen? Hey, Dom, wovon redest du? Ich kann dir nicht helfen, Hawk. Ich bin zu schwach. Eddie wird es tun. Ich kann nicht fliegen. Ich bin seit 10 Jahren nicht geflogen. Was erzählst du denn da, Dom? Eddie, du weißt doch, was da drüben los ist. Sie wollen eine Atomrakete abschießen. Unsere Chance, sie aufzuhalten, ist 1 zu 1 Million. Allein habe ich gar keine Chance. Aber... Komm jetzt, bitte. Du machst nur, was ich dir sage. Los, beeil dich doch. Aber Dom, das geht doch nicht. Eddie, du hast immer getönt, dass du dich ändern willst. Jetzt hast du eine Chance, es zu beweisen. Also, worauf wartest du noch? Ich kann das nicht. Nein, ich kann das nicht. Komm, Eddie. Dann vergiss es. Ich bin der Co-Pilot. Na, du bist zu schwer verletzt. Du... Also gut. Ich werde es versuchen. Kontrollzentrum herrscht hektische Betriebsamkeit. Sandauer ist entschlossen, die Atomrakete abzuschießen und damit einen Weltkrieg auszulösen. Er ist überzeugt, dass nur einer diesen Krieg gewinnen kann. Amerika. Noch 3 Minuten bis zum Countdown. Unbekanntes Flugobjekt nähert sich. Entfernung 10 Meilen. Geschwindigkeit Mach 1 plus. So schnell kann nur Militär sein. Sie wissen also Bescheid. Wir haben Luftverteidigungssysteme, also werden wir sie auch benutzen. Na los, schalten Sie Radar- und Raketenabwehrgeräte ein. Raketen abfeuern? Abfeuern, sofort. Anfliegendes Objekt vernichten. Raketen gestartet. Abschuss, wie geplant. Countdown in 2 Minuten und 30 Sekunden. Der Airwolf nähert sich dem Raketenstützpunkt mit großer Geschwindigkeit. Eddie staunt nur. Er hat Mühe, die Unmengen von Schaltern und Instrumenten um sich herum zu erfassen. Verlass dich nicht auf mich, Hawk. Hawk, du fliegst viel zu schnell. Lass mich. Und zu niedrig. Um Himmels Willen, Hawk, geh höher. Ich kann diesen Vogel ganz allein fliegen. Ich brauche deine Hilfe nur, um die Waffen in Stellung zu bringen. Jeder, der sich auf einen Trinker verlässt, ist ein Narr. Es sei denn, dass man sich auf diesen Trinker verlassen muss, um Millionen von Menschenleben zu retten. Und du bist derjenige. Eddie, Achtung, Raketen im Anflug. Sie werden uns runterholen. Da kommen sie. Auf der Schalltafel zu deiner Rechten steht Sunburst. Drück drauf und schieß die Raketen ab. Rechts? Was? Wo? Was hast du gesagt? Sunburst, drück drauf, schnell! Oder willst du, dass sie uns abknallen? Sunburst, abgefeuert. Drück noch einmal drauf. Die haben wir abgeschossen. Gut gemacht. Da vorne sind Fahrzeuge mit Raketenlafetten. Sie schießen auch auf uns. Sie schießen mit allem, was sie haben. Sie zwingen uns, zurückzuschießen. Getroffen. Du hast die Fahrzeuge getroffen. Die Leute laufen davon. Die Infrarotortung zeigt verdammt viel Hitze an. Ja, was bedeutet das? Sie haben die Atomrakete gezündet. Ja, der Countdown läuft. Und jetzt? Was machst du jetzt? Da drüben steigt sie auf. Sie haben die Rakete abgeschossen. Sie ist auf dem Weg. Wir schießen sie ab. Nein! Die Atombombe würde explodieren. Wir müssen es riskieren. Aber Hawk, die Atombombe. Wenn die Rakete explodiert, zündet sie die Atombombe. Das ist durchaus nicht sicher. Und ob es das ist? Na und wenn schon? Besser hier in der Wüste als in einer Millionenstadt. Feuer! Hauptraketen ab! Hauptraketen ab! Oh Himmel! Hawk hat die Rakete abgeschossen. In einem gewaltigen Feuerball vergeht der Raketentreibstoff. Der Atomsprengkopf zündet glücklicherweise nicht. Er stürzt zusammen mit den Trümmern der Rakete in die Wüste.
Spezialeinheiten machen sich schon bald auf, um ihn zu bergen. Am nächsten Nachmittag bringen Hawk und Dominic, der inzwischen von einem Arzt verbunden worden ist, Eddie zu seinem Wohnwagen in der Wüste. Regierungssprecher haben heute Bericht über einen Atomtest im entfernten Crystal Center bestätigt. Na, Eddie, wie fühlst du dich? Ach, ich muss zugeben, es war eine großartige Sache. Es war mir ein ausgesprochenes Vergnügen, die Monster aus der Wüste zu vertreiben. Und das hast du ausgezeichnet gemacht. General Sandauer und seine Helfer sind mittlerweile verhaftet worden. Und du kannst jetzt überall erzählen, dass du dafür gesorgt hast. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt will. Es lief doch gut, Eddie. Dir fehlte nur Selbstvertrauen. Ich habe mich großartig gefühlt in der Maschine. Also wenn ich wieder mal heulende und leuchtende Monster in der Wüste sehen sollte, werde ich euch rufen. Weißt du, Eddie, es wäre gut, die Maschine nicht zu erwähnen. Sie gehört nicht in die Schlagzeilen. Ich verstehe. Ich werde den Mund halten, auch wenn es mir schwerfällt. Also, du dummer Esel, du weißt, was du zu tun hast, um wieder der Alte zu sein. Ich werde es versuchen. Versuchen? Du sag mal, wenn ich dich doch einmal blau sehe. Ei, wir sind doch alte Freunde, oder? Und ob wir das sind. Also, wir müssen jetzt. Bis dann, Eddie. Bis dann und vielen Dank. Bis dann. Keine Ursache. Tschüss, Eddie. Eddie blickt Dominic und Hawk so lange nach, bis sie am Horizont in einer Staubwolke verschwinden. Dann geht er ins Haus, zögert lange, greift sich eine Whiskyflasche und geht wieder nach draußen. Hallo, Häuptling Feuerwasser. Ah, komm, du sollst mich nicht immer so nennen. Aber du hast doch eine Flasche Feuerwasser in der Hand. Na ja, das ist, weißt du... Na ja, ich wollte ja nur... Hast du das heulende Flugmonster damit vertrieben, Häuptling? Nein, natürlich nicht, Millie. Dazu gehörte schon ein bisschen mehr. Warst du schon drüben bei der alten Mine? Nein, ich bin gerade erst zurück. Mein Freund musste zum Arzt, verstehst du? Ich war dort. Teile von der Rakete sind auf die Häuser gefallen. Was? Alles ist verbrannt. Und Soldaten haben alle verhaftet. Oh. Da drüben ist jetzt niemand mehr. Noch nicht einmal Kojoten. Du brauchst also keine Angst mehr zu haben, Häuptling. Ich habe keine Angst. Und vor Kojoten schon gar nicht. Seit ich den Airwolf gesehen habe, jagt mir nichts mehr Angst ein. Und wozu brauchst du das Feuerwasser? Weiß ich eigentlich auch gar nicht so genau. Ja. Ach, du hast recht. Weg damit! Oh, was ist denn, Billy? Trinkst du jetzt nicht mehr? Ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht. Mist. Wieso Mist? Finde das gar nicht schlecht. Und wie soll ich dich jetzt nennen? Ach, bleib ruhig beim Häuptling Feuerwasser. Weißt du, das hilft mir, die Monster aus der Flasche nicht zu vergessen. Wird gemacht, Häuptling Feuerwasser.